Hallo und herzlich willkommen bei Stunt Art. Ihre Performanceabende sind Kult und so ganz anders als alles, was man derzeit auf den internationalen Bühnen zu sehen bekommt. Florentina Holzinger kombiniert das Spektakel mit Aktionskunst, sie paart Akrobatik mit Feminismus, vereint Sex und Witz. Ihre Performerinnen reiten auf Rodeobullen, treiben sich Nägel in die Nase oder zapfen sich auch schon mal Blut ab. Mit Ophelia's Got Talent zeigt die Wienerin jetzt einen Abend, an dem sie alle Register der Popkultur zieht und so nebenbei einige Weiblichkeitsmythen dekonstruiert. Premiere feierte der Abend an der Berliner Volksbühne, wo Holzinger gemeinsam mit einer ganzen Gang an österreichischen Künstlerinnen Artist in Resident ist. Wir treffen Holzinger auf der Unterbühne des Wiener Volkstheaters inmitten der Wassertanks, die die Bühne am 17., 18. und 19. April fluten werden. Präsentiert wird Ophelia's Got Talent vom Tanzquartier Wien. Florentina Holzinger, Sie lieben es, Grenzen zu überschreiten. Meistens sind Ihre Performerinnen, Ihre Tänzerinnen nackt. Sie treiben sich auch schon mal Anglerhaken durch die Haut oder urinieren oder defektieren auch auf der Bühne. Mögen Sie es, ein Bürgerschreck zu sein? Ein Bürgerschreck? Ich weiß nicht, das war jetzt nicht so, dass ich aufgewacht bin einmal in der Früh und mir gedacht habe, ich will ein Bürgerschreck sein. Das ist jetzt nicht so meine Hauptmotivation, Arbeit zu machen. Beziehungsweise, ja, ich wüsste gar nicht, was das so wirklich bedeuten würde. Aber es stört mich nicht. Also ich meine, generell habe ich Bock drauf, Sachen auszuprobieren und neue Sachen zu tun. Aber ist es auch die Lust an der Provokation oder sind es einfach die Themen, die gesellschaftlich vielleicht auch tabuisiert sind? Also natürlich, aus meiner Perspektive fühlt es sich eher so an, wie wenn es die Themen wären, weil ich merke ja mehr oder weniger erst dann in Konfrontation mit einem Publikum oder so oder mit einem Beiständer der Arbeit, dass es womöglich als Provokation aufgefasst werden kann. Aber ja, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen zu naiv an. Es stört mich nicht, Leute mit etwas Unangenehmem zu konfrontieren. Und mein Gedanke ist dann doch, dass sie dadurch eine gewisse Art von Besserung erfahren oder zumindest ein Lernmomentum haben. Also wirklich das kathartische Moment auf der Bühne gewissermaßen. Ja, wahrscheinlich hätte ich mich irgendwie gewehrt, von Katharsis zu sprechen in Bezug von meiner Arbeit, weil das irgendwie so ein oldschool-romantischer Theaterbegriff ist. Aber mittlerweile kann ich mich damit anfreunden. Katharsis ist gut, ja. Im Zentrum aller Ihrer Arbeiten, könnte man sagen, steht der weibliche Körper. Was Sie alles mit dem weiblichen Körper anstellen, Sie malträtieren ihn, Sie treiben ihn zu sportlichen Höchstleistungen an, Stunts werden durchgeführt. Worum geht es da? Um einen anderen Blick auf den weiblichen Körper auch anders zu definieren? Was ist da die Reibefläche, die Sie interessiert? Ja, ich meine, wir leben natürlich in einer Zeit, wo überhaupt dieses Konzept von Weiblichkeit sowieso von allen Seiten hinterfragt wird. Und halt im Speziellen auch auf der Bühne, weil die Bühne ist halt schon ein Labor, finde ich auch so, für gesellschaftliche Utopien und so weiter. Dafür nutzen wir es auch gerne. Deswegen, ich bin da weniger jetzt mit so der Hinterfragung von per se Weiblichkeit, glaube ich, busy, als mit so Hinterfragung, was überhaupt jetzt so Geschlechtervorstellungen sind und auf der Bühne sein können und auch jetzt so im kulturhistorischen Kontext. Wir sehen uns ja extrem gerne an, irgendwie, was so davor passiert ist und was so irgendwie dazu geführt hat, dass wir jetzt da sind, wo wir sind. Ich finde das jetzt höchst spannend. Sie sagen, es ist per se nicht eine Auseinandersetzung mit dem weiblichen Körper. Ich glaube, die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer lesen es als solche allerdings. Wahrscheinlich, weil sie sich wirklich an männlichen oder männlich konnotierten Dingen, Domänen abarbeiten. Also zum Beispiel Stunts, ja, Martial Arts. Das ergibt sich Das ist so. Einfach eine, ja. Männer, eine Männerdomäne. Woher diese Lust oder auch dieses Interesse an männlich konnotierten Dingen? Ja, das ist eine gute Frage. Aber andererseits ist es ja irgendwie... Der springende Punkt ist eher der, dass wir eben das machen, worauf wir Lust haben und dass sich das gerade aufdrängt irgendwie, weil das eben einer
irgendwie gewissen Art von Männlichkeit vielleicht zugeschrieben wird, aber das ja wirklich zu hinterfragen ist, beziehungsweise dass dann eben ein wichtiger Spielplatz ist, um sich darauf auszutoben, egal wer man jetzt ist eben, oder um Dinge über sich herauszufinden oder um Dinge über den Zuseher herauszufinden. Also die Frage jetzt nach Stunting, das ist halt etwas, was uns enorm Spaß macht und auch eben zu verhandeln, solche Themen wie Gewalt, wenn wir eben gerade so kommen aus dieser Tanzwelt, wo sehr viel das Gegenteil davon ist oder das Gegenteil auch davon sein soll und wo es eben mehr geht um Leichtigkeit und um Schwerelosigkeit, also jetzt im sehr konventionellen Sinne oder im klassischen Tanz jetzt spezifisch. Und mich halt wirklich immer auch die Gegenteile wirklich sehr fasziniert haben. Und das drängt halt dann auf solche Dinge wie, ja, wenn man sich mit Ballett beschäftigt, beschäftigt man sich auch mit Stunting, weil what comes up must come down and probably comes down really hard. Sie sagen, Sie haben einfach Lust an den Sachen, die Sie machen. Betreiben Sie auch selber Kampfsport, Stunting, Gewicht heben, Anglerhacken durch die Haut sich zu treiben? Machen Sie das auch in Ihrem persönlichen Leben? Ja, klar. Also ich meine, natürlich ist mein persönliches Leben auch irgendwie halt stark hinterwoben mit dem, was ich auf der Bühne mache. Und im Idealfall soll es auch so sein, weil das irgendwie sonst, das Kunstmachen wäre eine Qual für mich sonst, weil es ein fucking Job wäre. Und natürlich ist es das auch, aber es hätte zu viele Aspekte, die nicht so geil sind eigentlich. Und ich meine, das Spannende für mich jetzt so speziell an der choreografischen Arbeit ist halt, dass ich mir selber so definieren kann, was ist jetzt auch so die physische Praxis, der ich mich unterziehen will in dem Moment. Und vielleicht, ich finde, das macht schon sehr Sinn in einem menschlichen Leben, dass man an einem Tag aufwacht und sich denkt, ah, heute würde ich gerne in den Ring gehen. Oder heute würde ich gerne fliegen. Oder heute würde ich gerne irgendetwas machen, wo ich mir denken würde, ah, das ist eigentlich nicht möglich für mich. Und dann, aber ich meine, das sind jetzt alles so extrem Adrenalin-Dinge. Aber auf das läuft es ja meistens hinaus bei Ihnen. Ja, ich meine, wahrscheinlich muss ich schon zugeben, dass ich eine spezielle Art von Adrenalin-Junkie bin. Aber ich mache ja auch extrem viel langweilige Sachen und das bereitet mir auch eine gewisse Freude. Also ich meine, meine Radikalität, finde ich, besteht primär daraus auch, dass ich Sachen sehr lange exerziere und so weiter. Und dieses Momentum ist nicht das Adrenalingeladenste. Wenn man sich auf so eine Show vorbereitet, da ist ganz viel Langweiliges dran. Also ich meine, das wissen die Leute dann vielleicht nicht, wenn sie es auf der Bühne sehen. Das Langweilige sieht man glücklicherweise nicht auf der Bühne. Was haben Sie selbst für einen Bezug zu Ihrem Körper? Sind Sie selbst auch Hochleistungssportlerin oder waren Sie Hochleistungssportlerin? Haben Sie immer sich mit Ihrem Körper beschäftigt oder haben Sie vielleicht auch ein Verhältnis zu Ihrem Körper, das aus einem Mangel heraus entsteht, ist ja auch oft der Fall. Ja, definitiv war ich klassische Amateursportlerin in dem Sinn, dass ich schon eher sagen würde, dass ich vom Sport komme als vom Tanz, jetzt so Kindheit und Teenagezeit. Allerdings, dass ich dort sicher nicht gut genug war, um jetzt wirklich der Beste zu sein. Und einem das eher so ein bisschen kommuniziert wird, wenn man jetzt so professionell in den Sport gehen will. Definitiv auch so Sachen wie mit dem Ballett, mit dem ich mich ja irgendwie dann doch sehr eingehend auch in letzter Zeit beschäftigt habe, dass das schon etwas war, wo ich mich eher exkludiert gefühlt habe, weil das war klar, dass das mit meinem Körper und so nicht funktionieren wird. Und ich das in Frage stellen wollte, ob das dann wirklich nicht geht. Vielleicht ist es banal, aber es wird nicht als ein solches angesehen. Also von Apollo und Bees zu Ophelia's Got Talent. Meistens sind ihre Performerinnen, ihre Tänzerinnen nackt. Gleichzeitig habe ich jetzt in einigen Interviews gelesen, dass sie auch von Voyeuren im Publikum berichten oder von Pornoseiten, wo die Trailers dann plötzlich draufgestellt wurden. Warum ist Ihnen die Nacktheit so wichtig, dass Sie diese Dinge, die Sie wahrscheinlich nicht gutieren, in Kauf nehmen? Ja, ich finde das halt voll erschreckend, wenn mir das die Lust daran nehmen würde oder sogar die,
also ich finde, das bestärkt das noch irgendwie, dass da eine Notwendigkeit da ist, weil das bedeutet, dass der nackte Körper in einem gewissen Kontext halt instrumentalisiert wird auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und ich finde, da ist es dann, also das ist dann irgendwie Obligation, sich damit auseinanderzusetzen. Und das finde ich ja gleichzeitig auch irgendwie interessant bis problematisch bis belustigend. Oder es sagt zumindest viel aus, trotzdem, über die Welt, in der wir leben. Und ich finde das schon wichtig, gerade wenn man so in der Kunst ist, auch das, sich mit Realität zu beschäftigen. Und das ist halt ein fucking Reality-Check, wenn da halt Leute sind, die da sind, weil sie so geil finden, halt einem zwischen die Beine zu schauen. Anderes Thema, das bei Ihnen sehr ins Auge springt, ist Ihre Auseinandersetzung mit der Hochkultur. Sei es das Ballett, sei es Dante, die Divine Comedy war, glaube ich, der vorletzte Abend. Jetzt bei Ophelia Got Talent geht es um Weiblichkeitsmythen. Warum diese Auseinandersetzung mit den ganz Großen? Reiht man sich da besonders gern? Will man denen eins reinsemmeln? Warum ist es jetzt vielleicht weniger die Populärkultur, wobei die Populärkultur bei Ihnen ständiger Gast ist, aber das fällt doch auf, dass es so der Olymp ist, an dem Sie sich abarbeiten. Ja, Dante und Shakespeare, ja, das ist definitiv nicht etwas, worauf ich stolz bin, ehrlich gesagt. Aber es ist etwas, was sehe ich, das war so eine Notwendigkeit, die sich in gewissen Kontexten aufgedrängt hat. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt an der Volksbühne etwas mache, dann ist das für mich schon so eine Sprechtheaterbühne und da ist eine gewisse Verbindung zu diesen Volksmythen da irgendwie, die so auf und abgebetet werden, auch auf so einem Bühnenkontext irgendwie. Und um von Provokation nochmal zu sprechen, das provoziert mich so quasi, mich dieser Inhalte dann anzunehmen irgendwie, weil da steckt die Energie von diesen Inhalten auf so einer Bühne irgendwie und mit der muss ich mich befassen. Und dann ist es ja noch so, dass diese Dinge sehr viel mit auch Populärkultur zu tun haben und da viel Einflussnahme auch haben und viele Leute das ja auch nicht einmal so bewusst reflektieren, wie viel sie eigentlich über Dante Bescheid wissen, ohne jetzt diesen Wälzer gelesen zu haben oder so. Aber wie kann man und das definiert ja auch irgendwie so diese, also jetzt in Bezug auf Dante spezifisch, dieses Verhältnis von Heaven und Hell und auch wenn jetzt viele Leute zum Beispiel sagen, wenn ich bin atheistisch und diese Konzepte sagen mir gar nichts, dann machen sie trotzdem auf und fühlen und können sich denken, today I feel like hell. Also was bedeutet das? Das bedeutet, dass diese Konzepte halt schon sehr vorhanden sind. Aber wie kann man sich Florentina Holzinger zu Hause vorstellen? Jemand, der oder die Dante liest in ihrem Bett oder sich irgendwelche Splatter-Movies anschaut? Oder geht beides ganz wunderbar zusammen? Ja, definitiv beides, wahrscheinlich auch noch gleichzeitig. Das fällt auch auf an Ihren Abenden. Ihre Performerinnen, Ihre Tänzerinnen sind wirkliche Virtuosen des Tanzes, der Bewegung. Sie haben auch das öfters in Interviews gesagt, Sie interessiert die Virtuosität, wenn jemand etwas wirklich saugut kann. Worum geht es Ihnen da? Das zu zeigen, das zu repetieren oder vielleicht auch zu zertrümmern? Also ich komme jetzt so von irgendwie so die Ecke, wo ich von Tanz herkomme, ist halt schon so eine Ecke, wo halt dieses Hinterfragen von was Tanztechnik genau ist und was es bedeutet und Virtuosität auch in dem Zusammenhang, weil das einfach ein großes, also jetzt der Mainstream, wenn er sich Tanz gibt, dann will er sich eigentlich Virtuosität geben und deswegen, ich meine, damit habe ich mich schon immer sehr passioniert auseinandergesetzt, eben jetzt diese Idee von Tanztechnik oder Virtuosität in dem Zusammenhang oder Schönheit in dem Zusammenhang irgendwie zu hinterfragen. Ja, man kann da jetzt an der Stange stehen und seinen Körper trainieren, dass das Bein da zum Ohrwaschel kommt oder man kann eben trainieren, dass man auf Minute 2,20 von einem Song urinieren kann vor einem Publikum, weil das ist halt die Schwierigkeit. Das kann man trainieren? Ja, und all das kann man als Tanztechnik verstehen. Natürlich, das ist jetzt so ein bisschen over the top, aber es stimmt schon. Und es kann sogar auch dasselbe, also ich meine, das kann beides ein Erlebnis sein von Virtuosität jetzt, auch so im Auge des Betrachters. Also der virtuose Umgang mit der eigenen Blase, auch das ist eine Herausforderung. Wo Sie diese Herausforderung annehmen, ist derzeit an der Berliner Volksbühne. Sie sind seit
kurzem, seit einiger Zeit dort, wie soll man sagen, Hauskünstlerin? Artist in Residence. Ophelia Got Talent ist auch dort rausgekommen. Mhm. Jetzt aus der Wiener Sicht, Sie sind Wienerin, man hört es Ihnen auch an. Ist Berlin ein gutes Pflaster für Sie? Warum nicht Wien? Hier könnte man sich doch viel stärker auch nochmal an sowas wie Tabus abarbeiten. In Berlin hat man ja doch schon alles gesehen. Okay, war nicht meine Erfahrung. Okay. Ehrlich gesagt, ich hatte immer ein sehr experimentierfreudiges Publikum hier in Wien. Und natürlich, ich meine, was jetzt irgendwie so für uns anders ist da in Berlin, ist, dass wir dort so oft Shows machen, dass wir da jetzt irgendwie eine andere Art von Publikum sogar haben. Also eben Leute, die normalerweise wirklich gar nicht ins Theater gehen zum Beispiel und die das halt so über Ecken irgendwie da so reingeschubst wurden. Das passiert uns halt nicht so, meine ich, wenn wir jetzt so 2-3 Shows haben in einer Stadt, wo wir bekannt sind in einer gewissen Szene. Nein, aber definitiv fand ich das Wiener Publikum immer ein sehr experimentierfreudiges. Deswegen, also wenn ich mal hier eine Arbeit produzieren würde, würde ich das ausnutzen. Es sind aber nicht nur Sie an der Volksbühne, sondern Sie haben eine ganze Gang mitgebracht, beziehungsweise René Bollisch, der Intendant, hat eine ganze Gang an Österreicherinnen beziehungsweise Wienerinnen verpflichtet. Also die Lydia Haider ist dort, die Stefanie Sargnagel, die Marlene Engel. Können Sie diese Energie beschreiben, die dort plötzlich aufbricht, beziehungsweise wie erleben Sie die? Schwer zu sagen, wirklich. Weil für mich macht das ja subjektiv jetzt nicht so einen Unterschied, ob ich dort bin oder ob ich hier bin, weil ich bin ja irgendwie dort, wo ich die Sachen machen kann, die ich machen will. Und was Leute gibt, die da ein gewisses Interesse dafür haben. Aber diese Wien-Achse. Ich meine, wenn ich so ein bisschen mich herablassend darüber äußern würde, würde ich sagen, dass halt die Ösis da so einen gewissen Charm-Faktor nach wie vor genießen irgendwie in Deutschland. Und irgendwie komischerweise gibt es da diese Annahme, dass wir dass wir irgendwie rougher sind oder so. Subversiver? Ja, so wird es bezeichnet. Aber ich weiß nicht, das finde ich jetzt nicht so, das finde ich nicht so augenscheinlich an sich. Ich glaube, da stimmt auch eine gewisse Art von komischen Öse-Exotismus damit. Aber den lieben wir ja. Letzte Frage, was glauben Sie, ist das Wienerische an Ihnen? Ich versuche das jetzt zu beantworten, aber womöglich frage ich dann danach, dass es raus muss. Das Wienerische an mir? Ja, ich glaube, das Wienerische ist so wirklich meine Unmöglichkeit, mit Emotionalem umzugehen. Und das ist auch etwas, weswegen die künstlerische Arbeit ein wichtiges Ausdrucksmittel ist. Und vielleicht hat das dazu geführt, irgendwie, dass Leute auch gewisse irgendwie da Grenzen gepusht haben, weil an sich so gesellschaftlich schon viel unterdrückt wird und gerade eben so emotionale Dinge, ganz ehrlich. Also wer immer Lust hat, Interesse hat an den Emotionen von Florentina Holzinger, die sollte am 17., 18. und 19. April ins Wiener Volkstheater kommen. Da gibt es ihre neue Show zu bestaunen, Ophelia God's Talent. Wer kein Ticket bekommt im Oktober, glaube ich, im Herbst, wird der Abend nochmal an 4 Abenden aufgenommen. Dafür wünsche ich toi, toi, toi und ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ganz herzlichen Dank, dass Sie hier in der Unterbühne vom Volkstheater bei uns waren. Danke sehr. Gerne, danke. Danke Ihnen für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.